Ja Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Workout. Heute verbrennen wir nicht nur sehr viele Kalorien, sondern bauen auch eine sehr gute Grundmuskulatur auf. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's! Ich habe für euch 10 Übungen vorbereitet, wir trainieren 40 Sekunden und haben dann 20 Sekunden Pause und das Ganze geht für 10 Minuten. Wir starten mit Aufwärmen, also die ersten Sekunden starten wir, die ersten 40 Sekunden eben mit Aufwärmen, los geht's mit den ganz normalen Buttkickers. Also einfach die Ferse auf den Arsch kicken und so schnell wie möglich. Also wichtig immer vor jeder Übung ist immer wieder das Aufwärmen. Dann wechseln wir schon zu Ausfallschritten. Linker Ausfallschritt, rechter Ausfallschritt, linker Ausfallschritt, rechter Ausfallschritt. So werden wir gut warm. Und die nächste Übung ist einfach Toe Touches. Streckt die Beine durch, berührt das linke Bein, das rechte Bein. So wärmen wir gut eben die Hüfte auf. Und als letzte Übung High Kicks. Einfach locker laufen zwischendurch und eben die Zehe berühren. Gut, jetzt haben wir 20 Sekunden Pause und starten dann mit der ersten Übung, nämlich 6 High Kicks, also 6 Mal hochhüpfen und dann eben 4 Ausfallschritte. Da springen wir eben so rein, 4 Mal. Und dann wieder 6 High Knees, nennt sich das. Gut, wir starten los in 3, 2, 1 und los. 2, 3, 4 und wieder 6 High Knees. Und 4 Jump Lungs. Und wieder 6 High Knees. Genau, super. Einfach mitmachen, die Übungen werden in der Pause wieder gut erklärt. 4, 5, 6 High Knees. 1, 2, 3, 4. Gut, jetzt 20 Sekunden Pause. Wichtig, die nächste Übung ist eine Bauchübung. Einfach auf den Boden gehen und die Hände vor den Schienbeinen zusammengeben. So sieht die nächste Übung aus. Wir haben aber noch 5 Sekunden Pause. Durchatmen. Wichtig, Atmen nicht vergessen. 3, 2, 1 und los geht's. Wichtig, beim Hochgehen ausatmen, Freunde. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste ist, dass ihr nur mit der Bauchmuskulatur hochgeht. Also nicht schwingt, sondern wirklich nur mit der Bauchmuskulatur hochgeht. Denn so trainieren wir wirklich nur die Bauchmuskulatur. Und das sollte das Ziel sein bei dieser Übung. Gut, weiter geht's. Noch 15 Sekunden, Freunde. Durchhalten, atmen, nie den Atem anhalten. Das ist der größte Fehler beim Bauchtraining. Denn wir verkrampfen sonst zu schnell. Also, einfach weitermachen, atmen und konzentrieren. Gut. Und zack, wieder 20 Sekunden Pause, die nächste Übung. Also jetzt schon die vierte Übung sind 5 Liegestütz, aber wir stützen uns mit den Knien ab und haben die Hände eng zusammen. Also 5 enge Liegestütz und danach Knie hoch und 5 weite. Alles klar, los geht's. Und mit den Knie abstützen, 1, 2, 3, wichtig, ganz durchstrecken, 4, 5. Jetzt Knie in die Luft, weit auseinander, denn so beanspruchen wir mehr die Brustmuskulatur. 1, 2, 3, 4 und 5. Und wieder abstützen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder in die Luft. 1, 2, 3. Ganz hoch und ganz runter. Und wieder abstützen. 5 noch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wieder 20 Sekunden Pause, durchatmen. Die nächste Übung, Starfish. Also eine ganz normale Bauchübung, aber eine extreme. Beine ausstrecken, Arme ausstrecken und mit dem rechten Arm den linken Zehen berühren. Und dann abwechseln. Gut, es geht schon wieder los. Los geht's. Wichtig wieder ausatmen beim Hochgehen und wieder nur mit der Bauchmuskulatur hochgehen. Ja, genau, sehr gut, Freunde. Nicht aufgeben. Noch
17 Sekunden ist eine sehr extreme Bauchübung, trainiert die obere und untere Bauchmuskulatur wirklich, wirklich hart. Vor allem, wenn wir sie richtig ausführen, steht im Sixpack nichts mehr im Weg, Freunde. Und gut, wieder 20 Sekunden Pause. Die nächste Übung, Plank Crunches. Einfach auf den Boden gehen, mit den Ellbogen abstützen und mit dem Arsch hochgehen. Und mit der Nase den Boden entlang fahren. So sieht die nächste Übung aus. Wir haben noch 3 Sekunden Pause und jetzt geht es wieder direkt los. In Position gehen und los geht's. Wichtig auch hier wieder eine Bauchübung, aber auch für die Schulter, für den unteren Rücken. Auch eine sehr, sehr gute Übung. Sehr gut, Freunde, nicht aufgeben. Es wird schon hart, aber wir haben die Hälfte schon geschafft. Also, das Video nicht beenden. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Noch 10 Sekunden. Das Brennen im Bauch ist wieder für den gesamten Bauch eine extrem harte Übung. Sehr gut. Wieder 20 Sekunden Pause, es ist gute Zeit. Die nächste Übung sind Mini-Sister-Kicks und 45 Grad halten. Also, Beine in Luft, Hände in Luft und Mini-Sister-Kicks nennt sich diese Übung. 30 Sekunden Pause nur noch, es geht direkt los. 40 Sekunden, haut rein. Wichtig, versucht hier so schnell wie möglich mit den Beinen abzuwechseln und die Hände in der Luft zu halten. Vielleicht spürt ihr auch hier etwas in der Schulterpartie, ein leichtes Brennen schon, weil wir auch die Schulter hier auch mittrainieren, so wie bei diesem Training trainieren wir den gesamten Körper. Ist alles dabei und vor allem verbrennen wir extrem viel Kalorien. Ich schwitze schon richtig, aber ist kein Wunder. Gut, weitermachen, noch 10 Sekunden. Dann haben wir schon wieder 20 Sekunden Pause. Und 20 Sekunden Pause, sehr gut. Die nächste Übung sind 6 Mountain Climbers und 2 White Steps. Also Mountain Climbers kennt ihr, einfach die Knie zur Brust bringen und dann 2 White Steps. Also 1, 2 und wieder weitermachen. 1, 2. So sieht die Übung aus. Es geht los, geht in Position, los geht's. Mountain Climbers 6 Mal, 4, 5, 6 und 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Wie ihr merkt, eine extreme Übung für den Bauch, aber auch für die Schulterpartie schon wieder und auch für die Brust. Sehr gut. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, noch 8 Sekunden. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, ja, sehr gut, 20 Sekunden Pause, jetzt die vorletzte Übung, Burpees, also einfach runtergehen, in die Liegestützposition springen, ein Liegestütz machen, falls ihr ihn schafft, direkt wieder hochgehen und Sprung, springt so hoch wie ihr könnt, um die Beine auch richtig hart mitzutrainieren und es geht schon wieder los, runter, Liegestütz, rauf und Jump. So viel wie wir schaffen in 40 Sekunden. Versucht mitzuhalten, macht diese Übung so schnell wie möglich. Diese Übung verbrennt extrem viel Kalorien und baut für jede Muskulatur eine richtig starke Muskulatur eben auf. Ist sehr gut für jede Muskulatur. Sehr gut, Freunde, nur weiter so. Vorletzte Übung, noch 5 Sekunden. Sehr gut. Und jetzt die letzte Übung. 4 Crab Toe Touches. Also einfach in diese Position gehen und einfach 1, 2, 1, 2 und gleichzeitig hinten abstützen. Also 1, 2 und es geht los. 1, 2, 3, 4, anderes Bein, 1, 2, 3, 4, wir kombinieren diese Übung jetzt, einfach umdrehen und push through, einfach das Bein durchgeben, wieder, 4 Mal und direkt wieder umdrehen
und wieder versuche, das linke Zeh zu berühren. Ich bin aus Atem, ist extrem gut und anstrengend. Und wieder, Push, Fuß. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und nochmal die Gabel. Oh, das war's. Das war's, Freunde. Es war ein richtig extremes Workout. Mit Aufwärmen, alles dabei. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und vor allem auch einen Kommentar, damit ich weiß, dass ihr solche Videos feiert und mehr solche Videos wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder auch schon auf Instagram, Snapchat oder Facebook. Addet mich, habe ich immer geile Stories am Start. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut, Freunde, euer Sascha. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, yeah.